Also, grüß Gott miteinander. Ich bin der Werner Meier und mache hier eine Aufnahme für Ubuntu Studio Linux oder Mint oder so. Ja? Allgemein ein für Linux oder Ubuntu. Ich habe mich gefragt, wie ich zum Beispiel jetzt meine Videokamera, die ich auch noch besitze, anschließen kann an meinem Linux-Rechner. Das habe ich dann ausprobiert und habe festgestellt, das geht ja gar nicht. Wie mache ich das jetzt? Sobald ich nämlich die Kamera eingeschaltet habe, kam Folgendes. Ja. Also ich habe sie zuerst angeschlossen und dann habe ich ja drei Möglichkeiten auf meiner Handycam-Kamera oder Videokamera. Und da habe ich drei Symbole: USB Connect. Und dann auf der rechten Seite nochmal USB Connect. Ich habe dann dieses genommen. Für die Videoüberspielung dann, oder für die Aufzeichnung, die man ja dann ansehen möchte. Und habe dann mal einfach den Ordner aufgemacht. Und bingo, habe gesehen, Videoanschluss, also der Anschluss der Videokamera ist erfolgreich gelungen. Habe ich aber gesehen, Moment mal, das geht ja gar nicht. Das sind ja alles gesperrte Ordner, die kann man ja gar nicht angucken. Also was habe ich gemacht? Ich bin mal mit der linken Maustaste, der rechten Maustaste, habe ich mal angeklickt, natürlich auf den entsprechenden Ordner, bin auf Eigenschaften gegangen und dann auf Benachrichtigung auf dieser Datei, genau. Und jetzt seht ihr schon andere Sachen, also zum Zugreifen auf dem Ordner. Ja. Dann müsst ihr dann einfach Folgendes machen: wieder die rechte Maustaste klicken, dann auf Lese und Schreiben. Dann fragt er dich, ja, willst du das haben? Natürlich mit Ja bestätigen. Und dann alle nehmen. Ja. Alle. Ja, zu allen. Ja, und dann auf Schließen. Und dann könnt ihr das Zeug anklicken. Hier auch nochmal aufklicken. Und jetzt könnt ihr sogar das Video angucken zum Testlauf. Das funktioniert wunderbar. Das seht ihr ja hier. Bei mir regnet es gerade zu Hause. Und das klappt also wunderbar. So, jetzt gehen wir da mal raus. Und jetzt habe ich versucht, das auf mein Schneiderprogramm von KDenLive, ja, so heißt das Ding, also so brauche ich meistens immer. Ihr könnt ja was anderes nehmen, wenn ihr was Besseres gefunden habt als ich. Dann geht er hier auf diesen Pfeil drauf und lädt mal die Datei runter. Ja, also hier dieser drauf gehen. Und dann wieder MP-Root, ja. Aufklicke und dann dieses Video. Ja, da fragt er natürlich, wollt ihr die Datei auf jeden Fall? Ja. Profil aktualisieren. Ja, und jetzt könnte eigentlich das Video, das ihr vorhin gesehen habt, runterspielen. Ja, also das geht. Das seht ihr ja auch. Ich kann das angucken. Das ist kein Problem. Ja, kann man schon mal größer machen, dass man das mal sehen kann. Das funktioniert perfekt. Das seht ihr hier. Genau. Und ich habe das jetzt einfach mal laufen lassen. 20 Sekunden pro Aufnahme. Und das kann man dann jetzt bearbeiten, wenn man es möchte. So, ich wünsche mal für die Leute, die so eine Kamera besitzen, viel Erfolg, ja, beim Ausprobieren. Und denkt dran, ihr braucht keine Software, euch runterzuladen. Das funktioniert sowieso nicht bei Linux. Ja. Dafür habt ihr schon die Möglichkeit, die Datei aufzumachen, so wie ich es euch gezeigt habe. So, gutes Gelinge hier vom Werner. Für Linux, Ubuntu Studio oder Mint oder was auch immer. Und ich hoffe, dass das bei euch jetzt funktioniert.